wir sind die Polizisten und wir erklären euch heute, was wir in unserem Unterricht so machen. Ja, und vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, diesen WPK zu wählen und dann wisst ihr jetzt schon, was wir in diesem WPK machen. Was macht man als Polizisten? Unsere Aufgabe ist es, Jüngeren die politische Welt von Celle zu erklären. Das Schöne dabei ist, dass die Schüler, die an dem WPK teilnehmen, so wie ihr zum Beispiel, recht frei arbeiten könnt. Ihr könnt sehr kreativ sein und ihr lernt ganz nebenbei ganz viel über die Politik und das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Was findest du toll? Ich finde es gut, dass die Schule dir so weit vertraut, dass sie dich dann in die Stadt lassen, da Videos zu filmen. Und allgemein, dass man sich halt frei bewegen kann und nicht so einen stumpfen Unterricht macht. Ich finde das gut, wenn man Leute interviewt, dass man so in die Rolle des Moderators schlüpft und sie was fragt und einfach auf der Straße anspricht. Und das macht mir ziemlich viel Spaß. Die freie Arbeit. Das selber organisieren dürfen. Ja, dass wir selbstständig arbeiten können. Was hat dir der WPK gebracht? Eine Menge Erfahrungen und viel Wissen rund um Z. Wir wissen mehr über die Politik. Mir hat der WPK gebracht, dass ich weiß, was in Celle passiert. Ich informiere mich über das Geschehen in Celle. Ich weiß, wie man Videos schneidet. Ich weiß, wie man den Ton reguliert. Ich habe gelernt, die Kamera zu bedienen. Wir erfahren vieles über Celle und es macht außerdem auch viel Spaß. Okay, und warum habt ihr den gewählt, den WPK? Also ich speziell, weil ich später auch was in der Richtung Journalismus machen möchte. Weil es mir recht interessant erschien, nach dem, was ich gehört habe. Und dann dachte ich mir, ich will das mal und jetzt gefällt es mir. Ja. Also ich habe es gewählt, weil wir halt viel Freiheit haben. Wir können in Celle rumlaufen, fragen und erstellen halt diese Filme für andere. Und das macht halt Spaß. Wie heißt denn die Internetseite? iZelle oder sowas? iZelle.de. Ach, wirklich?